Scholz sagt in einem Interview, Deutschland ist nicht gespalten. Dann lebt er wohl in einer anderen Realität als wir. Werden Juden im Deutschen Reich diskriminiert und ausgegrenzt? Hemmungslos, wie nie zuvor. Der Ungeimpfte ist der heutige Jude. Ist Deutschland so weit gesunken, sind wir wieder auf dem Niveau von 1935? Wie nämlich mit den Ungeimpften umgegangen wird. Wenn wir beobachten, in welcher Form die Ungeimpften, die ja täglich getestet werden, damit sie überhaupt arbeiten können, 3G, und in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können, dass die aus dem restlichen Leben ausgeschlossen werden, auch wenn sie getestet sind, und zwar negativ getestet sind. Das ist völlig unmöglich. Wir müssen uns mal vor Augen führen, was das in dieser Zeit bedeutet. Die dürfen in kein Restaurant gehen, die dürfen in kein Café gehen, die dürfen kein Konzert besuchen in der Vorweihnachtszeit, sie dürfen nicht ins Theater gehen. Sie dürfen mit ihren Kindern nicht ins Kino gehen, um einen Weihnachtsfilm zu sehen. Sie können noch nicht mal in ein Spielzeuggeschäft gehen, um ihren Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Und am Heiligabend dürfen sie nicht in die Kirche. Was sind denn das für Verhältnisse? Ich muss ehrlich sagen, ich finde das erbarmungslos und schäbig diesen Menschen gegenüber. Sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Sie haben verstoßen, nicht gegen Gesetze. Sie nehmen die Freiheit, die sie haben, in Anspruch. Und ich muss sagen, ich hätte niemals gedacht, dass dieses Land so schäbig mit einer bedeutenden Minderheit umgeht. Ich nenne das Corona-Apartheid. Er hat einiges vergessen. So dürfen Ungeimpfte ihre sterbenden Angehörigen im Krankenhaus nicht einmal besuchen. Diejenigen, die sich ständig darüber beklagen, dass das Land gespalten wird, tun selbst das Allermeiste dafür, das Land zu spalten, indem sie diesen Teil der Bevölkerung nämlich pauschal ausgrenzen. Als angebliche Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker, Spintisierer und so weiter. Das ist natürlich ein dramatisches Fehlurteil. In unserem Grundgesetz heißt es, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Es heißt nicht, alle Geimpften sind vor dem Gesetz gleich. Und lasst euch sagen, die Zahl der Ungeimpften wird ansteigen. Jetzt reichen ja nicht mehr 2 Pixe, sondern wir brauchen 3 oder 4 oder 5, um als vollständig geimpft zu gelten. Wer dem nicht zustimmt, gilt als ungeimpft. Nicht gespalten? Wie kann es in einem Rechtsstaat zu solchen Aussagen kommen? Dass sie andere Leute töten, wenn ich töte andere Leute. Indirekt schon, genauso sieht es aus. Dass sie andere Leute töten, ich töte andere Leute. Indirekt schon, genauso sieht es aus. Töte andere Leute. Genauso. Sie sind indirekt vom Loch, weil Sie hier andere Leute anstecken. Wissen Sie nicht. Bin ich ein Mörder oder bin ich keiner? Sie haben jegliche Menschlichkeit verloren. Habt ihr hingehört? Ungeimpfte sind Mörder und keine Menschen? Aber ein Polizeibeamter darf so etwas natürlich ungestraft sagen, ne? Ich finde das Wort ungeimpft ja schon wirklich nicht mehr menschlich. Das sollten wir eigentlich gar nicht benutzen. Der hat sich gegen die Impfung entschieden, ist mit seinem kleinen Sohn da rumgelaufen, wollte den Mandeln kaufen an einem Stand im Freien. Dann wurde gesagt, darf er nicht, weil es ist 2G. Das muss man sich mal überlegen. Das hat nichts mehr übrigens mit dem Kampf gegen das Infektionsgeschehen zu tun, weil in dieser Lage mit FFP2-Maske draußen, um kurz eine Mandel zu holen. Und das Schlimme, das hatten wir auch schon am Montag, ist, es wird ja jetzt auch schon Menschen der Arbeitsplatz in manchen Fällen genommen und der Studienplatz. Also viele Studenten bangen ja jetzt schon, ob sie ab März nächstes Jahr studieren können. Und ich habe Angst um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Nordrhein-Justizminister, ein CDU-Mann, hat ja angedroht, dass man 2G auch am Arbeitsplatz anwenden will. Was meint er damit? Das machen manche dass schon. Dass die Ungeimpften ihren Job verlieren? Die werden weiter bezahlt, müssen zu Hause bleiben. Was ist das denn? Es hat eine Diskussion darüber begonnen, dass Ungeimpfte auch nicht mehr im Supermarkt einkaufen dürfen. Das haben die Supermarktketten, Gottlob für sich, entschieden, dass sie das nicht tun werden. Sollten Ungeimpfte von Gütern des täglichen Bedarfs und Lebensmitteln abgeschnitten werden, entzieht man ihnen die Lebensgrundlage. Das kommt einer Bürgerkriegserklärung gleich. Ich vermisse den Aufschrei der Leute, die sich normalerweise sehr sensibel um Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft kümmern, die sich hier mal als Geimpfte öffentlich zu Wort melden und sagen, so geht das nicht, so kann man mit anderen nicht umgehen. Ich bin geimpft und ich sage, so kann man mit denen nicht umgehen. 2G-Gottesdienste sind der Normalfall. Das heißt, es hieß früher mal, lass die Kindlein zu mir kommen oder alle, die ihr mühselig und beladen sein, kommt zu mir. Heute muss eine Fußnote dran in die gerechte Bibel. Aber wehe, ihr seid nicht geimpft, dann müsst ihr draußen bleiben. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Das sind unchristliche Praxen. Solche Kirchen haben eigentlich den Namen Kirche nicht mehr verdient. Und genau deshalb sollte man aus solchen Gemeinschaften austreten.
und der Ton, der angeschlagen wird, eindeutig zu weit. Und wenn es nur einzelne Supermärkte sind, wenn die diskutieren, Leuten das Recht zu nehmen, sich ihre Grundnahrungsmittel zu kaufen, dann haben wir Grenzen überschritten. Und bei der Kirche, die Aufgabe der Kirche ist es, auch den Ungeimpften die Möglichkeit zu geben, zu Gott zu beten oder an Ritualen teilzunehmen. Dass euch das überrascht. Ich meine, jetzt haben wir zwei Jahre, das ist doch ein klassisches Ding, was abläuft. Jetzt haben wir zwei Jahre lang von oben Panik pur gehabt von den Regierungen, von den Medien. Die Gesellschaft ist in einen Zustand der Angst versetzt worden. Und wenn eine Regierung mit Panik arbeitet, dann produziert sie auch Hass und Ressentiments. Und dieser Hass und diese Ressentiments, die werden dann immer mal umgelenkt auf irgendwelche. Die müssen Sie nicht den Kopf schütteln, Herr Thiel. Jetzt müssen Sie mich auch ausreden lassen. Ich habe Sie auch ausreden lassen. Dann wird doch einfach ein Hass, ich bestätige das, was Sie sagen, dann wird Hass produziert, der sich an einer Minderheit austobt. Und das ist eine wirklich gefährliche Sache. Er hat es richtig gesagt. Unsere Politik, namentlich der neue Kanzler Scholz, schürt den Hass zwischen Geimpften und Ungeimpften. Meine Schlussfolgerung: Deutschland ist gespalten. Und diese Spaltung kann zu größeren, gewaltsamen Konflikten führen.